Das ist Nummer 5, eine der ältesten Bewohnerinnen der Seychellen. Genauer gesagt von North Island, einer kleinen Insel mitten im Indischen Ozean. Komm mal her, mein Mädchen. Ja. Im 17. Jahrhundert war die Insel eine Piratenhochburg, die vor ein paar Jahren von einem Deutschen gekapert wurde. Von Wolfgang Burre aus Lippe-Detmold. Wie alt schätzt ihr ist die? Das sind also vielleicht 100 Jahre. Also von der Größe her bestimmt 100 Jahre. Ja, ihr werdet älter als wir, hä? Als 40 Jahren hat sich Wolfgang Burre nach Afrika aufgemacht und ist dort vom Bäckermeister zum Millionär aufgestiegen. Für ein paar Tage nimmt er uns mit auf eine Reise quer durch südliche Afrika, wo er uns eine Traumwelt zeigt, die er sich mit seinen eigenen Händen geschaffen hat. Ein Safari-Unternehmen, zwei Farmen in Südafrika, ein Wildschutzgebiet in Botswana, alles seins. Burre ist 68 Jahre alt. Meine Uhr läuft ab, sagt er nüchtern mit Blick in die Zukunft und baut seine einzige Tochter Nini so langsam zu seiner Nachfolgerin auf. Wie würdest du deinen Papa so beschreiben? Als Abenteurer, der nicht eine Minute ruhig sitzen kann und extrem viel Energie hat. Frühaufsteher, geht spät ins Bett, trinkt gerne seinen Wein abends und dann versteht kein Mensch, wieso er um 6 Uhr morgens schon wieder wach ist und irgendwas Neues wieder macht. Viel Energie. Der Kauf der Seychelleninsel war ein Zufall. Beim Besuch eines Geschäftsfreundes stand ein Foto auf dem Schreibtisch. Ein Teilhaber wurde gesucht. Der Millionär stieg spontan ein. Wir hatten ja das wahnsinnige Glück, diese wunderschöne Insel, die praktisch so groß ist wie Monaco, vollkommen menschenleer zu kaufen. Und das ist natürlich wunderschön, wenn man sich so etwas dann genau so baut und genauso herrichtet, wie man sich das vorstellt. Das ist eine ganz tolle Sache. Wie wir die Insel gekauft haben, haben wir gesagt, aus dieser Insel machen wir die Galapagos-Inseln des Indischen Ozeans. Schildkröten, Eidechsen und Vögel lebten auf dem Eiland, als vor rund 400 Jahren Piraten die Insel entdeckten. Auch heute kommt alles noch per Schiff, denn das Hotel mit seinen Gästen und seinen Angestellten muss mit allem versorgt werden. Doch durch die Schiffe wurden blinde Passagiere eingeschleppt, die hier nicht zu suchen hatten. Ratten. Als der deutsche Millionär die Insel kaufte, beherrschten die Ratten jeden Winkel. Ein Spezialtrupp aus Neuseeland wurde angeheuert, der mit eigens entwickelten Giften die Nager bekämpfte. Heute ist die Insel rattenfrei und es wird alles dafür getan, dass das auch so bleibt. Jedes Boot, was aus Mahé ankommt, mit Passagieren und Gepäck, geht alles, das gesamte Gepäck in den Anhänger rein. Der Anhänger wird verschlossen, wird hier in diesen Zun-Raum gefahren, das ist also der Rattenproof-Room. Und der gesamte Anhänger wird ausgeladen, um zu sehen, ob irgendeine Ratte sich versteckt hat zwischen diesen ganzen Sachen. Und um nun ganz sicher zu gehen, dass uns nie wieder eine Ratte hier auf die Insel kommt, machen wir dieses alles mit jeder Sendung, die hier ankommt. Die Insel ist ein Urlaubsort für die Reichen und Schönen dieser Welt. Da hat der Chef höchst selbst den Rattentest gemacht. Als die ersten Villen fertig waren, habe ich sozusagen ein Probeschlafen gemacht in einer der Villen. Und wie ich nachts aufwache, läuft mir irgendwas durchs Gesicht. Ich mach's Licht an und sehe, mein ganzes Bettlaken war voll mit Blut. Stehe auf, schaue in den Spiegel, da hatte diese Ratte aus meinem Ohr richtig ein Stück rausgefressen. Also nicht gebissen, sondern richtig wie so ein kleines Stückchen weggefressen vom Ohr. Also das war mir nicht klar. Und es wurde mir dann später erzählt, dass die Ratten ganz raffiniert sind. Die knabbern und pusten, knabbern und pusten, dass man gar nicht merkt, dass man angeknabbert wird. Ja? Also hast du quasi mehr gefährliche Situationen mit Ratten als mit Löwen erlebt? Kann man sagen, der Löwe hat mich noch nicht angeknabbert. Ja? Ja.
Nächste Station auf unserer Reise ist das Okavango-Delta in Botswana. Hier hat sich der Deutsche einen Namen gemacht, weil er die erste Lodge überhaupt in dem einzigartigen Naturschutzgebiet gebaut hat. Wir nehmen das Flugzeug, obwohl Burre fliegen nicht besonders mag, denn vor ein paar Jahren konnte er sich gerade noch aus einer brennenden Maschine retten. Beim Landeanflug wurde also die Räder ausgefahren. Plötzlich hatten wir Feuer im Flugzeug. Da kamen die Flammen vorne am Fußraum raus. Da hatten wir also gerade noch Zeit, um eine ganz kurze, schnelle Landung hinzubekommen. Und dann ist das Flugzeug vor unseren Augen praktisch abgebrannt und ist dann explodiert. Also da habe ich dann auch erstmal alles verkauft an Flugzeugen und da bin ich nur noch Auto gefahren. Begrüßung für den Chef. Viele Angestellte der Lodge arbeiten schon mehr als 20 Jahre für den Deutschen. Ich bin der Pandani für die, ne? Was heißt das? Der Pandani ist der Glatzkopf. Oh, jetzt müssen Sie zurück zur Arbeit. Ja, jetzt geht's in die Arbeit. Die Lodge liegt im Moremi-Nationalpark mitten im Okavango-Delta. Der nächste Ort ist weit entfernt und deshalb werden fast alle Tüfteleien selbst erledigt. Automechaniker Royce Maunder kommt aus Simbabwe und ist froh, hier seit Jahren einen festen Job zu haben. Burre kennt sich mit den meisten Sachen aus. Der gelernte Bäcker ist Handwerker durch und durch. Außerdem gibt er, das lernen wir in den Tagen, die wir ihn begleiten dürfen, für manche Dinge einfach nicht gerne Geld aus. In Westfalen gelten Lipper bekanntlich als ausgewanderte Schotten. Wolfgang, wenn man viel selber macht, hat das auch was mit lippischer Sparsamkeit zu tun? Das weiß ich nicht, sehr wahrscheinlich. Aber es macht mir wirklich viel Spaß. Es hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Auch in der Bäckerei habe ich überall rumgefummelt und so. Das mache ich einfach gerne. Ich bin so ein Typ, ich muss was sehen, und damit ich es verstehe. Diesen Flecken unberührter Natur hat der Deutsche vom Staat Botswana für 15 Jahre gepachtet. Das südafrikanische Land verdient so am Tourismus und streicht jeden Monat hohe Gebühren ein. Der Tag hier im Nationalpark beginnt frühmorgens immer mit einer Safari. Löwen sind seine absoluten Lieblinge. Meinem Freund, der Peter Gauwitz, im Zelt gelegen habe, wollten morgens ganz früh auf dem Game Drive fahren. Dann haben wir uns schnell noch einen Tee oder einen Kaffee machen wollen und sind aus dem Zelt raus, haben bei uns ein bisschen Holz zusammengesucht, haben unser Feuerchen gemacht, heißes Wasser für Tee und Kaffee, und haben den Kaffee getrunken und steigen in unser Auto ein und machen Licht an. Da lagen vor uns direkt 7 Löwen. Wir sind zwischen denen natürlich beim Holzsuchen rumgelaufen. Die haben wir gar nicht gesehen. Schutzengel gehabt. Schutzengel gehabt. Oder ich habe eine Beziehung zu Löwen. Das kann auch sein. Nicht? Was meinst du? Och, du siehst aber traurig aus, mein Lieber. Nach nur 2 Tagen ziehen wir weiter und besuchen den eigentlichen Hauptwohnsitz, seine Farm in Plettenberg Bay an der berühmten Garden Route in Südafrika. Überall, wo wir sein Land betreten, finden wir eine kleine, funktionstüchtige Backstube vor. In mittlerweile 4. Generation wird die Familientradition gelebt. Auch der Bruder betreibt noch eine Bäckerei in Detmold. Das ist gute alte lippische Schule. Ja, ich habe väterlichen Betrieb gelernt bei meinem Vater, Großvater. Und dann war ich all over, war ich in der ganzen Welt und habe mir die Backkunst dort angeeignet. Es war genau die richtige Marktlücke, deutsche Backkunst für deutsche Auswanderer. Aus einer kleinen Bäckerei wurde ein riesiges Unternehmen. Die Brote wurden im ganzen südlichen Afrika verkauft. Also alles ist ja bei mir durch Brot entstanden.
Das war der Anfang von allem. Nein. So. Okay, das ist abgedeckt. Und dann kann das gehen. Vor 8 Jahren hat er auf einen Schlag das gesamte Bäckereiimperium verkauft. Nur das mit dem Zur-Ruhe-Setzen hat bisher nur bei Hund Winston und Freunden geklappt. Ja, Burre, hier ist auch Burre. Wie geht's denn? Wir wollten mal kurz Hallo sagen. Wie geht's dir? Ja, genau. Hier ist Nini mal kurz. Okay. Tschüss. Hallo, Omi. Auch Tochter Nini hat einen kurzen Draht ins Lipperland. Die 34-Jährige hat lange bei der Familie in Detmold gelebt und dort ihr Abitur gemacht. Ja, tschüss. Hey, wie oft sind die Telefonate zwischen Detmold und Südafrika? Nicht so oft, also nicht häufig. Aber dann wird's auch länger, wenn man mal spricht, vor allem mit der Großmutter. Die Farm heißt übrigens Blomberg, aus alter Verbundenheit mit der kleinen Stadt in Ostwestfalen-Lippe. Wenn man hier über die Farm schaut und so weiter, das hat auch dieses geschwungene lippische Gefühl. Und das erinnert mich halt immer sehr an die Heimat, muss ich sagen. Und okay, das, was ich am meisten vermisse, kann ich ganz ehrlich sagen, ist das schöne lippische Regenwetter. Das vermisse ich am meisten. Eine Planierraupe, wahrscheinlich das Traumspielzeug großer Jungs. Hier wird gerade einem illegalen australischen Einwanderer der Garaus gemacht, denn die plattgemachten Bäume sind hartnäckiges Unkraut. Weiter geht die Reise. Ein Geschäftstermin führt uns in Südafrikas Millionenmetropole Johannesburg. Als Einwanderer ist Wolfgang Burre hier angekommen und hat später seine erste Bäckerei mitten in der Stadt eröffnet. Der 68-Jährige mag Johannesburg nicht sonderlich, vor allem wegen der hohen Kriminalität. Auto fährt er nur noch mit schusssicheren Scheiben. Dass Südafrika mitunter gefährlich, sogar lebensgefährlich ist, das hat der Millionär am eigenen Leib zu spüren bekommen. Vor 7 Jahren kam er auch von einer seiner Reisen nach Hause. Alles schien wie immer. Als er sein Haus betrat und die Alarmanlage entschärfen wollte, wurde er plötzlich von 3 Männern von hinten gepackt und überwältigt, mit Chloroform betäubt und verschleppt. Vier Tage lang wurde er in einem Haus auf dem Land gefangen gehalten. Die Entführer forderten Geld von seiner Familie. Du bist den Leuten ja total ausgeliefert. Und dann die Fragen, die gestellt werden, kann man sich vorstellen, sind nicht die nettesten. Ja. Ständig irgendwie eine Pistole am Kopf oder man wird hin und her geschmissen und so weiter. Nicht? Das ist also, ich mal sagen, also echter Terror. Also das geht einem echt unter die Haut. Nicht? Das war das Schlimmste, was ich eigentlich je erlebt habe. Ne? Man hofft natürlich, dass man aus so einer Situation wieder rauskommt. Ne? Irgendwie, dass die Leute vielleicht Gnade walten lassen und so weiter. Aber man weiß natürlich auch statistisch in Afrika, dass das meistens nicht der Fall ist. Also ich hatte fest damit gerechnet, dass ich das nicht überlebe, will ich mal sagen. Ne? Und insofern war das für mich wie ein neuer Geburtstag. Ne? Viele Leute, meine guten Freunde und so weiter in Deutschland, die fragen mich natürlich, bist du eigentlich noch zu retten? Was machst du denn da noch, ja, in Afrika? Aber ich meine, ich bin heute eigentlich drüber weg. Ich meine nur, ich muss sagen, also wenn ich dran denke, dann werde ich schon emotional. Ne? Die Kidnapper wurden nie geschnappt. Jahre nach der Tat klingelte vor dem Haus sein Mobiltelefon. Am anderen Ende der Leitung einer der Entführer. Die alte, einsam gelegene Pirateninsel wurde somit ungewollt zum Schlupfwinkel.
nach allen Seiten geschützt, durch den Indischen Ozean. Hier konnte er sich seines Lebens wieder sicher fühlen. Die schrecklichen Ereignisse hat Wolfgang Burre mit Arbeit verdrängt und sich sein eigenes Paradies erschaffen. Mit einer Hundertschaft Arbeiter wurde die Hotelanlage gebaut, inklusive Kläranlage, Wasseraufbereitung und Stromversorgung. Unkraut wurde tonnenweise entfernt, im Gegenzug jetzt schon mehr als 2 Millionen neue Pflanzen gesetzt, die ursprünglich auf die Insel gehören. Etwas mehr als 2 Jahre hat er dafür gebraucht. Mit seiner Tochter Nini hat er jedes Jahr am 9. Juni nun immer einen doppelten Grund zum Feiern. Denn am 25. Geburtstag seiner Tochter gelang ihm die Flucht. Dieser Tag veränderte von jetzt auf gleich auch ihr Leben. Nini durfte noch schnell einen Koffer packen und dann ging es direkt auf die Seychellen. Der Vater hatte Angst um seine Tochter, denn womöglich war Nini auch schon im Visier der Entführer. Die Entführung hat die deinen Vater verändert? Mittlerweile geht's wieder, aber die ersten 2 Jahre, würde ich sagen, da hat es schon einen Rieseneffekt auf ihn. Also, er hat, was man nicht bei ihm kennt, er hat öfter mal geweint, das kennt man bei ihm auch nicht. Und er hatte auch Angst, wollte auch nicht zu lange an einer Stelle bleiben. Und er hat dich dann quasi von jetzt auf gleich auf North Island geschickt, aus Sorge um dich. Ja, Papa und seine Freunde haben mich dann zum Flughafen gebracht. Die haben vorher schon angerufen und gesagt, es muss ganz schnell gehen. Ich muss sofort durch Passkontrolle durch. Ich darf nicht aufgehalten werden. Die müssen mich ganz schnell da reinkriegen. Und zack, war ich weg. Als Nini auf North Island ankam, gab es diese luxuriöse Hotelanlage noch nicht. Die Insel war eine Baustelle und Nini plötzlich Teil des Hotelprojektes ihres Vaters. 2,5 Jahre blieb sie hier, Robinson Crusoe-Feeling mit Familienanschluss. Nini wohnt in der Arbeitersiedlung, in der auch alle anderen untergebracht waren. Leben auf sehr engem Raum, wie auf einem Schiff und um sie herum immer rund 200 Männer. Am Anfang fand ich es ein bisschen unangenehm und hatte auch ein bisschen Schiss, vor allem, weil ich separat von allen geschlafen habe. Und die Frauen, die hier waren, waren verheiratet, hatten Kinder und ich war so die einzige Frau, die alleinstehend war, ohne Kind. War so ein bisschen komisch in der ersten Woche und dann hat sich herausgestellt, dass die Männer mich so wahnsinnig beschützt haben. Da ist wohl einer mal rumgeschlichen und hat versucht, mich danach zu beobachten, was ich nicht mitgekriegt habe. Und die haben sich so über diesen Typen aufgeregt, den haben sie gleich von der Insel verwiesen. Der musste gleich gehen am nächsten Tag. Und da habe ich mich dann so, also echt wohlgefühlt, weil da wusste ich, die achten schon drauf, dass es mir gut geht und passen auf mich auf. Das war in den 2,5 Jahren Inselleben Ninis Tor zur Welt. Mahé, mit rund 70.000 Einwohnern, die größte Insel der Seychellen. Ja. Zurück nach Südafrika hat sie sich lange nicht getraut. Aber bei ihren wenigen kurzen Ausflügen in die Hauptstadt Victoria fühlte sie sich sicher. Die Kreolen sind freundliche Menschen, Stress und Hektik, Fremdwörter mitten im Indischen Ozean. Auf dem Markt werden vor allem frische Gewürze für die Hotelküche eingekauft. Ein Stückchen frischer Zimt kommt in fast jedes kreolische Gericht. Die Küche ist der indischen sehr ähnlich, allerdings viel milder. Like Thank you. Du warst damals Mitte, Ende 20. Vermisst man da nicht total viel? Also man vermisst so mal ausgehen, ab und zu mal in die Disco, tanzen. Sowas vermisst man schon in dem Alter. Und das ging ganz gut auf Mahé. Hier gibt es ganz nette Lokale, wo man mal hingehen kann. Und das war immer so ein bisschen weißt du, die Sau rauslassen ab und zu, das braucht man. Afrika und Burre, das sind zwei Pole, die von Anfang an perfekt zueinander passten. Ein Land wie Südafrika, das mutigen Unternehmern, vor allem aus Deutschland, Ende der 60er Jahre alle Chancen bot. Sein rasant schneller Aufstieg wäre im gleichen Zeitraum in Deutschland wohl nicht möglich gewesen. Es hat weniger Komplikationen, überhaupt ein Geschäft anzufangen. In Südafrika
geht die Sache einfach leichter, unkomplizierter vor sich. Und außerdem, die Bäckerei ist ja eigentlich eine Serviceindustrie, nicht? Und wo viele Hände gebraucht werden. Und wollen wir mal sagen, traditionell ist es so, dass man sicher günstigere Hände in Afrika zur Verfügung hat, als man das in Europa hat. Nicht? Unkonventionelle Ideen können in Afrika einfach viel einfacher umgesetzt werden. So kaufte er zum Beispiel in Indonesien eine Schiffsladung ausrangierter Telefonmasten, die in den Touristenvillen verbaut wurden. Die Liebe liegt halt im Detail. Der Klingelton stammt aus der alten Schallplattensammlung seiner Mutter und landete nach diversen Kopiervorgängen auf seinem Mobiltelefon. Seine Mutter und sein Bruder mit Familie leben nach wie vor im Lipperland. In Südafrika hat er zweimal geheiratet, beide Ehen haben nicht lange gehalten. Die Vorstellungen von Familie und Arbeit gingen einfach zu weit auseinander. Ninis Mutter stammt aus Asien, ihre Eltern durften während der Apartheid nicht zusammenleben, ihr Vater hätte sich als Weißer strafbar gemacht. Das war ja fast wie im Naziregime. Man wurde bespitzelt. Ich konnte Nini ja damals nicht mal meinen Namen geben, weil es in dem Apartheid-System ja verboten war, Sex across the color line. Teilweise war es so, dass ich Nini und Mutter also sozusagen im Auto mit Decke über dem Kopf also ins Haus geschmuggelt habe, sodass wir also und das Haus dann alles zugehabt. Also man durfte ja keine Freundschaft oder irgendwas über die Farblinie haben. Und das hätte für mich gehießen, dass die mich zwar nicht eingesperrt hätten, aber die hätten mich sofort des Landes verwiesen. Und ich hatte ja damals schon, ich war damals dabei, das Bäckereigeschäft aufzubauen. Und das wäre für mich natürlich schlimm gewesen. Nach ein paar Tagen hebt der Boss wieder ab. Zum Abschluss unserer Reise will er uns noch was ganz Besonderes zeigen. Die Tour führt zunächst durch die Drakensberge im Osten Südafrikas. Wir sind auf dem Weg zum Krüger Nationalpark, denn dort verbirgt sich der letzte Schatz des Bäckers aus Lippe. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass ich so als kleiner Junge zum Bahnhof runtergegangen bin. Damals fuhren ja noch die Dampflokomotiven. Und dann bin ich zum Bahnhof, bin auf so eine Dampflokomotive aufgestiegen, bin bis Bielefeld mitgefahren und dann irgendwie kam ich schon wieder zurück. Aber die Lokomotivführer, die kannten mich alle schon. Das habe ich unheimlich gerne gemacht. Da irgendwie so Seemannsblut, immer den Drang nach der Ferne. Es ist schwierig, also selbst wenn man an der schönsten Stelle für zu lange verweilt, dann wird es wieder langweilig, dann kriegt man die Sehnsucht nach der Ferne. Meine Mutter sagte immer, Zigeunerblut. Der Junge hat Zigeunerblut. Das hier ist vielleicht der größte Coup, die zweite Farm in Südafrika. Denn diese Farm ist Teil des berühmten Krüger Nationalparks. Hallo Numsa. Hallo. How are you? I'm fine. How is the baby? I'm fine. Willy. Hallo. How is it? Fine and you? Good. Yes. This is Numsa. And this is Willy. Ja, die schauen nach dem Platz, passen auf, dass alles in Ordnung ist, halten alles sauber und so weiter, nicht? Willy macht auch den Ranger hier. Den schönen lippischen Kohleintopf mache ich gerne im Busch, weil das relativ schnell geht. Es ist halt auch ein Vorteil, in der früheren Zeit, wie man so nach Afrika reist, da hatte man keine Kühlschränke dabei. Und Kohl hält sich wahnsinnig lange. Den packt man in Zeitungspapier und dann kannst du den für 3-4 Wochen mitnehmen. Kohl erinnert mich ja mehr an Deutschland als an Südafrika. Jetzt kommt die klassische Auswandererfrage. 2 Drittel des Lebens in Afrika, 1 Drittel in Deutschland. Fühlst du dich mehr als Deutscher oder mehr als Südafrikaner? Also, ja, ich
bin immer noch, also ja, ich fühle mich mehr als Deutscher, aber in Afrika. Also das, ich weiß nicht, also ich fühle mich als Deutscher, aber nicht getrennt von Afrika. Ich möchte schon, schon Deutscher in Afrika, also das ist mir lieber. I see the dam is nice and full. Is it from the rain? Yes, it's for the rain. Uh-huh. But the water for the rain make this water too much dirty. Makes too much dirty, yeah? Yes. Okay, you go first. Elefanten, Löwen oder Leoparden im Garten. Dieses Fleckchen Land zählt zu den wertvollsten in ganz Afrika. Das ist wie sechs Richtige. Im Lotto. Wolfgang, die Farm hier und das Land, ist das mehr wert als Bargeld? Das kannst du wohl nochmal sagen. Das ist ja, also ich bin immer der Meinung gewesen, Geld sind heute ja nur schwarze Zahlen auf weißem Papier oder heute nicht mal mehr, heute sind es Nummern auf dem Computer. Und ich meine hier, das kannst du anfassen, das kannst du sehen, da laufen Elefanten rum. Das kannst du doch gar nicht vergleichen. Und der Wert bleibt der gleiche und oder verbessert sich. Da hat man was von. Die Farm im Krüger Nationalpark sollte nun endgültig der Altersruhesitz des 68-Jährigen werden. Denn mit der Erfüllung dieses Traums hat er in Afrika eigentlich alles erreicht. Aber was heißt schon endgültig? Manchmal entwickeln sich Dinge dann eben doch ganz anders, als man zunächst glaubt. Tschu, Willy. Look, it's a little male and after copulation, the big one, the female is eating the male. Kalahari in Botswana wurde vor ein paar Wochen neues Land zur Verpachtung freigegeben. Das zuständige Ministerium suchte den Kontakt mit dem hochgeschätzten Deutschen und der schlug sofort wieder zu. Und er hatte wieder Glück, denn er hat Wasser auf dem Grundstück mitten in der Wüste gefunden und bereits damit begonnen, eine neue Lodge zu bauen. Die ersten Gäste will er noch in diesem Jahr begrüßen. Die Reise durch südliche Afrika geht also mit unvermindertem Tempo weiter. Nini durfte noch schnell einen Koffer packen und dann ging es direkt auf die Seychellen. Der Vater hatte Angst um seine Tochter, denn womöglich war Nini auch schon im Visier der Entführer. Die Entführung hat die deinen Vater verändert? Mittlerweile geht's wieder, aber die ersten 2 Jahre, würde ich sagen, da hat es schon einen Rieseneffekt auf ihn. Also er hat, was man nicht bei ihm kennt, er hat öfter mal geweint, das kennt man bei ihm auch nicht. Und er hatte auch Angst, wollte auch nicht zu lange an einer Stelle bleiben. Und er hat dich dann quasi von jetzt auf gleich auf North Island geschickt, aus Sorge um dich? Ja, Papa und seine Freunde haben mich dann zum Flughafen gebracht. Die haben vorher schon angerufen, gesagt, es muss ganz schnell gehen. Ich muss sofort durch Passkontrolle durch. Ich darf nicht aufgehalten werden. Die müssen mich ganz schnell da reinkriegen. Und zack, war ich weg. Als Nini auf North Island ankam, gab es diese luxuriöse Hotelanlage noch nicht. Die Insel war eine Baustelle und Nini plötzlich Teil des Hotelprojektes ihres Vaters. 2,5 Jahre blieb sie hier, Robinson Crusoe-Feeling mit Familienanschluss. Nini wohnt in der Arbeitersiedlung, in der auch alle anderen untergebracht waren. Leben auf sehr engem Raum, wie auf einem Schiff und um sie herum immer rund 200 Männer. Am Anfang fand ich es ein bisschen unangenehm und hatte auch ein bisschen Schiss, vor allem, weil ich separat von allen geschlafen habe. Und die Frauen, die hier waren, waren verheiratet, hatten Kinder und ich war so die einzige Frau, die alleinstehend war, ohne Kind.
war es ein bisschen komisch in der ersten Woche. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Männer mich so wahnsinnig beschützt haben. Da ist wohl einer mal rumgeschlichen und hat versucht, mich danach zu beobachten, was ich nicht mitgekriegt habe. Und die waren so, haben sich so über diesen Typen aufgeregt. Den haben sie gleich von der Insel verwiesen. Der musste gleich gehen am nächsten Tag. Und da habe ich mich dann so, also echt wohlgefühlt, weil da wusste ich, die achten schon drauf, dass es mir gut geht und passen auf mich auf. Das war in den 2,5 Jahren Inselleben Ninis Tor zur Welt. Mahé, mit rund 70.000 Einwohnern, die größte Insel der Seychellen. Ja. Zurück nach Südafrika hat sie sich lange nicht getraut. Aber bei ihren wenigen kurzen Ausflügen in die Hauptstadt Victoria fühlte sie sich sicher. Die Kreolen sind freundliche Menschen, Stress und Hektik, Fremdwörter mitten im Indischen Ozean. Auf dem Markt werden vor allem frische Gewürze für die Hotelküche eingekauft. Ein Stückchen frischer Zimt kommt in fast jedes kreolische Gericht. Die Küche ist der indischen sehr ähnlich, allerdings viel milder. Du warst damals Mitte, Ende 20. Vermisst man da nicht total viel? Also man vermisst so mal ausgehen, ab und zu mal in die Disco, tanzen, sowas vermisst man schon in dem Alter. Und das ging ganz gut auf Mahé. Hier gibt es ganz nette Lokale, wo man mal hingehen kann. Und das war immer so ein bisschen weißt du, die Sau rauslassen ab und zu, das braucht man. Afrika und Burre, das sind zwei Pole, die von Anfang an perfekt zueinander passten. Ein Land wie Südafrika, das mutigen Unternehmern, vor allem aus Deutschland, Ende der 60er Jahre alle Chancen bot. Sein rasant schneller Aufstieg wäre im gleichen Zeitraum in Deutschland wohl nicht möglich gewesen. Es hat weniger Komplikationen, überhaupt ein Geschäft anzufangen. In Südafrika. Geschichte in Botswana im Busch. Ja, das war wohl die, wie ich mit meinem Freund, der Peter Gauwitz, im Zelt gelegen habe. Wir wollten morgens ganz früh auf dem Game Drive fahren. Dann haben wir uns schnell noch einen Tee oder einen Kaffee machen wollen. Und sind aus dem Zelt raus, haben bei uns ein bisschen Holz zusammengesucht, haben unser Feuerchen gemacht, heißes Wasser für Tee und Kaffee. Und haben wir den Kaffee getrunken und steigen in unser Auto ein und machen Licht an. Da lagen vor uns direkt 7 Löwen. Wir sind zwischen denen natürlich beim Holzsuchen rumgelaufen, die haben wir gar nicht gesehen. Schutzengel gehabt. Schutzengel gehabt. Oder ich habe eine Beziehung zu Löwen, das kann auch sein. Nicht? Was meinst du? Och, du siehst aber traurig aus, mein Lieber. Nach nur 2 Tagen ziehen wir weiter und besuchen den eigentlichen Hauptwohnsitz, seine Farm in Plettenberg Bay an der berühmten Garden Route in Südafrika. Überall, wo wir sein Land betreten, finden wir eine kleine, funktionstüchtige Backstube vor. In mittlerweile 4. Generation wird die Familientradition gelebt. Auch der Bruder betreibt noch eine Bäckerei in Detmold. Das ist gute alte lippische Schule. Ja, ich habe väterlichen Betrieb gelernt bei meinem Vater, Großvater. Und dann war ich all over, war ich in der ganzen Welt und habe mir die Backkunst dort angeeignet. Es war genau die richtige Marktlücke. Deutsche Backkunst für deutsche Auswanderer. Aus einer kleinen Bäckerei wurde ein riesiges Unternehmen. Die Brote wurden im ganzen südlichen Afrika verkauft. Also alles ist ja bei mir durch Brot entstanden. Das war der Anfang von allem. Nein. So. Okay, ist abgedeckt. Und dann kann das gehen. Vor 8 Jahren hat er auf einen Schlag das gesamte Bäckereiimperium verkauft. Nur das mit dem zur Ruhe setzen hat bisher nur bei Hund Winston und Freunden geklappt. Ja, Burre, hier ist auch Burre. Wie geht's denn? Wir wollten mal kurz Hallo sagen. Wie geht's dir? Ja, genau. Hier ist Nini mal kurz. Okay. Tschüss. Hallo, Omi. Auch Tochter Nini hat einen kurzen Draht ins Lipperland.
Die 34-Jährige hat lange bei der Familie in Detmold gelebt und dort ihr Abitur gemacht. Ja, tschüss, tschüss. Hey, wie oft sind die Telefonate zwischen Detmold und Südafrika? Nicht so oft, also nicht häufig. Aber dann wird's auch länger, wenn man mal spricht, vor allem mit der Großmutter. Die Farm heißt übrigens Blomberg, aus alter Verbundenheit mit der kleinen Stadt in Ostwestfalen-Lippe. Wenn man hier über die Farm schaut und so weiter, das hat auch dieses geschwungene lippische Gefühl. Und das erinnert mich halt immer sehr an die Heimat, muss ich sagen. Und das, was ich am meisten vermisse, kann ich ganz ehrlich sagen, ist das schöne lippische Regenwetter. Das vermisse ich am meisten. Eine Planierraupe, wahrscheinlich das Traumspielzeug großer Jungs. Hier wird gerade einem illegalen australischen Einwanderer der Garaus gemacht, denn die plattgemachten Bäume sind hartnäckiges Unkraut. Weiter geht die Reise. Ein Geschäftstermin führt uns in Südafrikas Millionenmetropole Johannesburg. Als Einwanderer ist Wolfgang Burre hier angekommen und hat später seine erste Bäckerei mitten in der Stadt eröffnet. Der 68-Jährige mag Johannesburg nicht sonderlich, vor allem wegen der hohen Kriminalität. Auto fährt er nur noch mit schusssicheren Scheiben. Dass Südafrika mitunter gefährlich, sogar lebensgefährlich ist, das hat der Millionär am eigenen Leib zu spüren bekommen. Vor 7 Jahren kam er auch von einer seiner Reisen nach Hause. Alles schien wie immer. Als er sein Haus betrat und die Alarmanlage entschärfen wollte, wurde er plötzlich von 3 Männern von hinten gepackt und überwältigt, mit Chloroform betäubt und verschleppt. Vier Tage lang wurde er in einem Haus auf dem Land gefangen gehalten. Die Entführer forderten Geld von seiner Familie. Du bist den Leuten ja total ausgeliefert. Und dann die Fragen, die gestellt werden, kann man sich vorstellen, sind nicht die nettesten. Ja. Ständig irgendwie eine Pistole am Kopf oder man wird hin und her geschmissen und so weiter. Nicht? Das ist also, ich mal sagen, also echter Terror. Also das geht einem echt unter die Haut. Nicht? Das war das Schlimmste, was ich eigentlich je erlebt habe. Ne? Man hofft natürlich, dass man aus so einer Situation wieder rauskommt. Ne? Irgendwie, dass die Leute vielleicht Gnade walten lassen und so weiter. Aber man weiß natürlich auch statistisch in Afrika, dass das meistens nicht der Fall ist. Also ich hatte fest damit gerechnet, dass ich das nicht überlebe, will ich mal sagen. Ne? Und insofern war das für mich wie ein neuer Geburtstag. Ne? Viele Leute, meine guten Freunde und so weiter in Deutschland, die fragen mich natürlich, bist du eigentlich noch zu retten? Was machst du denn da noch, ja, in Afrika? Aber ich meine, ich bin heute eigentlich drüber weg. Ich meine nur, ich muss sagen, also wenn ich dran denke, dann werde ich schon emotionaler. Ne? Die Kidnapper wurden nie geschnappt. Jahre nach der Tat klingelte vor dem Haus sein Mobiltelefon. Am anderen Ende der Leitung einer der Entführer. Die alte, einsam gelegene Pirateninsel wurde somit ungewollt zum Schlupfwinkel. Nach allen Seiten geschützt durch den Indischen Ozean. Hier konnte er sich seines Lebens wieder sicher fühlen. Die schrecklichen Ereignisse hat Wolfgang Burre mit Arbeit verdrängt und sich sein eigenes Paradies erschaffen. Mit einer Hundertschaft Arbeiter wurde die Hotelanlage gebaut, inklusive Kläranlage, Wasseraufbereitung und Stromversorgung. Unkraut wurde tonnenweise entfernt, im Gegenzug jetzt schon mehr als 2 Millionen neue Pflanzen gesetzt, die ursprünglich auf die Insel gehören. Etwas mehr als 2 Jahre hat er dafür gebraucht.
Mit seiner Tochter Nini hat er jedes Jahr am 9. Juni nun immer einen doppelten Grund zum Feiern. Denn am 25. Geburtstag seiner Tochter gelang ihm die Flucht. Dieser Tag veränderte von jetzt auf gleich auch ihr Leben. Das ist Nummer 5, eine der ältesten Bewohnerinnen der Seychellen. Genauer gesagt von North Island, einer kleinen Insel mitten im Indischen Ozean. Komm mal her, mein Mädchen. Ja. Im 17. Jahrhundert war die Insel eine Piratenhochburg, die vor ein paar Jahren von einem Deutschen gekapert wurde. Von Wolfgang Burre aus Lippe-Detmold. Wie alt schätzt du ist die? Das sind also vielleicht 100 Jahre. Also von der Größe her bestimmt 100 Jahre. Ja, ihr werdet älter als wir, hä? Mehr als 40 Jahren hat sich Wolfgang Burre nach Afrika aufgemacht und ist dort vom Bäckermeister zum Millionär aufgestiegen. Für ein paar Tage nimmt er uns mit auf eine Reise quer durch südliche Afrika, wo er uns eine Traumwelt zeigt, die er sich mit seinen eigenen Händen geschaffen hat. Ein Safari-Unternehmen, zwei Farmen in Südafrika, ein Wildschutzgebiet in Botswana, alles seins. Burre ist 68 Jahre alt. Meine Uhr läuft ab, sagt er nüchtern mit Blick in die Zukunft und baut seine einzige Tochter Nini so langsam zu seiner Nachfolgerin auf. Wie würdest du deinen Papa so beschreiben? Als Abenteurer, der nicht eine Minute ruhig sitzen kann und extrem viel Energie hat. Frühaufsteher, geht spät ins Bett, trinkt gerne seinen Wein abends und dann versteht kein Mensch, wieso er um 6 Uhr morgens schon wieder wach ist und irgendwas Neues wieder macht. Viel Energie. Der Kauf der Seychelleninsel war ein Zufall. Beim Besuch eines Geschäftsfreundes stand ein Foto auf dem Schreibtisch. Ein Teilhaber wurde gesucht. Der Millionär stieg spontan ein. Wir hatten ja das wahnsinnige Glück, diese wunderschöne Insel, die praktisch so groß ist wie Monaco, vollkommen menschenleer zu kaufen. Und das ist natürlich wunderschön, wenn man sich so etwas dann genau so baut und genauso herrichtet, wie man sich das vorstellt. Das ist also eine ganz tolle Sache. Wie wir die Insel gekauft haben, haben wir gesagt, aus dieser Insel machen wir die Galapagos-Inseln des Indischen Ozeans. Schildkröten, Eidechsen und Vögel lebten auf dem Eiland, als vor rund 400 Jahren Piraten die Insel entdeckten. Auch heute kommt alles noch per Schiff, denn das Hotel mit seinen Gästen und seinen Angestellten muss mit allem versorgt werden. Doch durch die Schiffe wurden blinde Passagiere eingeschleppt, die hier nichts zu suchen hatten. Ratten. Als der deutsche Millionär die Insel kaufte, beherrschten die Ratten jeden Winkel. Ein Spezialtrupp aus Neuseeland wurde angeheuert, der mit eigens entwickelten Giften die Nager bekämpfte. Heute ist die Insel rattenfrei und es wird alles dafür getan, dass das auch so bleibt. Jedes Boot, was aus Mahé ankommt, mit Passagieren und Gepäck, geht alles, das gesamte Gepäck in den Anhänger rein. Der Anhänger wird verschlossen, wird hier in diesen Zunraum gefahren, das ist also der Rattenhof Rom. Und der gesamte Anhänger wird ausgeladen, um zu sehen, ob irgendeine Ratte sich versteckt hat zwischen diesen ganzen Sachen. Und um nun ganz sicher zu gehen, dass uns nie wieder eine Ratte hier auf die Insel kommt, machen wir dieses alles mit jeder Sendung, die hier ankommt. Die Insel ist ein Urlaubsort für die Reichen und Schönen dieser Welt. Da hat der Chef höchst selbst den Rattentest gemacht. Als die ersten Villen fertig waren, habe ich sozusagen eine Probeschlafen gemacht in einer der Villen. Und wie ich nachts aufwache, läuft mir irgendwas übers Gesicht. Mach's Licht an und sehe, mein ganzes Bettlaken war voll mit Blut. Stehe auf, schaue in den Spiegel, da hatte diese Ratte aus meinem Ohr richtig ein Stück rausgefressen. Also nicht gebissen, sondern richtig wie so ein kleines Stückchen weggefressen vom Ohr. Also das war mir nicht klar. Und die
Es wurde mir dann später erzählt, dass die Ratten ganz raffiniert sind. Die knabbern und pusten, knabbern und pusten, dass man gar nicht merkt, dass man angeknabbert wird. Ja? Also hast du quasi mehr gefährliche Situationen mit Ratten als mit Löwen erlebt? Kann man sagen, der Löwe hat mich noch nicht angeknabbert. Ja? Ja. Nächste Station auf unserer Reise ist das Okavango-Delta in Botswana. Hier hat sich der Deutsche einen Namen gemacht, weil er die erste Lodge überhaupt in dem einzigartigen Naturschutzgebiet gebaut hat. Wir nehmen das Flugzeug, obwohl Burre fliegen nicht besonders mag, denn vor ein paar Jahren konnte er sich gerade noch aus einer brennenden Maschine retten. Beim Landeanflug wurde also die Räder ausgefahren. Plötzlich hatten wir Feuer im Flugzeug. Da kamen die Flammen vorne am Fußraum kamen raus. Da hatten wir also gerade noch Zeit, um eine ganz kurze, schnelle Landung hinzubekommen. Und dann ist das Flugzeug vor unseren Augen praktisch abgebrannt und ist dann explodiert. Also da habe ich dann auch erstmal alles verkauft am Flugzeug und da bin ich nur noch Auto gefahren. Begrüßung für den Chef. Viele Angestellte der Lodge arbeiten schon mehr als 20 Jahre für den Deutschen. Ich bin der Pandani für die, ne? Was heißt das? Der Pandani ist der Glatzkopf. Oh, jetzt müssen Sie zurück zur Arbeit. Ja, jetzt geht's in die Arbeit. Die Lodge liegt im Moremi-Nationalpark mitten im Okavango-Delta. Der nächste Ort ist weit entfernt und deshalb werden fast alle Tüfteleien selbst erledigt. Automechaniker Royce Maunder kommt aus Simbabwe und ist froh, hier seit Jahren einen festen Job zu haben. Burre kennt sich mit den meisten Sachen aus. Der gelernte Bäcker ist Handwerker durch und durch. Außerdem gibt er, das lernen wir in den Tagen, die wir ihn begleiten dürfen, für manche Dinge einfach nicht gerne Geld aus. In Westfalen gelten Lipper bekanntlich als ausgewanderte Schotten. Wolfgang, wenn man viel selber macht, hat das auch was mit lippischer Sparsamkeit zu tun? Das weiß ich nicht, sehr wahrscheinlich. Aber es macht mir wirklich viel Spaß. Es hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Auch in der Bäckerei habe ich überall rumgefummelt und so. Das mache ich einfach gerne. Ich bin so ein Typ, ich muss was sehen, und damit ich es verstehe. Diesen Flecken unberührter Natur hat der Deutsche vom Staat Botswana für 15 Jahre gepachtet. Das südafrikanische Land verdient so am Tourismus und streicht jeden Monat hohe Gebühren ein. Der Tag hier im Nationalpark beginnt frühmorgens immer mit einer Safari. Löwen sind seine absoluten Lieblinge. Du warst damals Mitte, Ende 20. Vermisst man da nicht total viel? Also man vermisst so mal ausgehen, ab und zu mal in die Disco, tanzen. Sowas vermisst man schon in dem Alter. Und das ging ganz gut auf Mahé. Hier gibt es ganz nette Lokale, wo man mal hingehen kann. Und das war immer so ein bisschen, weißt du, die Sau rauslassen ab und zu. Das braucht man. Afrika und Burre, das sind zwei Pole, die von Anfang an perfekt zueinander passten. Ein Land wie Südafrika, das mutigen Unternehmern, vor allem aus Deutschland, Ende der 60er Jahre alle Chancen bot. Sein rasant schneller Aufstieg wäre im gleichen Zeitraum in Deutschland wohl nicht möglich gewesen. Es hat weniger Komplikationen, überhaupt ein Geschäft anzufangen. In Südafrika geht die Sache einfach leichter, unkomplizierter vor sich. Und außerdem, die Bäckerei ist ja eigentlich eine Serviceindustrie, nicht? Und wo viele Hände gebraucht werden. Und wollen wir mal sagen, traditionell ist es so, dass man sicher günstigere Hände in Afrika zur Verfügung hat, als man das in Europa hat, nicht? Unkonventionelle Ideen können in Afrika einfach viel einfacher umgesetzt werden.
So kaufte er zum Beispiel in Indonesien eine Schiffsladung ausrangierter Telefonmasten, die in den Touristenvillen verbaut wurden. Die Liebe liegt halt im Detail. Der Klingelton stammt aus der alten Schallplattensammlung seiner Mutter und landete nach diversen Kopiervorgängen auf seinem Mobiltelefon. Seine Mutter und sein Bruder mit Familie leben nach wie vor im Lipperland. In Südafrika hat er zweimal geheiratet. Beide Ehen haben nicht lange gehalten. Die Vorstellungen von Familie und Arbeit gingen einfach zu weit auseinander. Ninis Mutter stammt aus Asien. Ihre Eltern durften während der Apartheid nicht zusammenleben. Ihr Vater hätte sich als Weißer strafbar gemacht. Das war ja fast wie im Naziregime. Das war, man wurde bespitzelt. Ich konnte Nini ja damals nicht mal meinen Namen geben, weil es in dem Apartheid-System ja verboten war, Sex across the color line. Teilweise war es so, dass ich Nini und Mutter also sozusagen im Auto mit Decke über dem Kopf, also ins Haus geschmuggelt habe, sodass wir also und das Haus dann alles zugehabt. Also man durfte ja keine Freundschaft oder irgendwas über die Farblinie. Als 40 Jahren hat sich Wolfgang Burre nach Afrika aufgemacht und ist dort vom Bäckermeister zum Millionär aufgestiegen. Für ein paar Tage nimmt er uns mit auf eine Reise quer durch südliche Afrika, wo er uns eine Traumwelt zeigt, die er sich mit seinen eigenen Händen geschaffen hat. Ein Safari-Unternehmen, zwei Farmen in Südafrika, ein Wildschutzgebiet in Botswana, alles seins. Burre ist 68 Jahre alt. Meine Uhr läuft ab, sagt er nüchtern mit Blick in die Zukunft und baut seine einzige Tochter Nini so langsam zu seiner Nachfolgerin auf. Wie würdest du deinen Papa so beschreiben? Als Abenteurer, der nicht eine Minute ruhig sitzen kann und extrem viel Energie hat. Frühaufsteher, geht spät ins Bett, trinkt gerne seinen Wein abends und dann versteht kein Mensch, wieso er um 6 Uhr morgens schon wieder wach ist und irgendwas Neues wieder macht. Viel Energie. Der Kauf der Seychelleninsel war ein Zufall. Beim Besuch eines Geschäftsfreundes stand ein Foto auf dem Schreibtisch. Ein Teilhaber wurde gesucht. Der Millionär stieg spontan ein. Wir hatten ja das wahnsinnige Glück, diese wunderschöne Insel, die praktisch so groß ist wie Monaco, vollkommen menschenleer zu kaufen. Und das ist natürlich wunderschön, wenn man sich so etwas dann genau so baut und genauso herrichtet, wie man sich das vorstellt. Das ist eine ganz tolle Sache. Wie wir die Insel gekauft haben, haben wir gesagt, aus dieser Insel machen wir die Galapagos-Inseln des Indischen Ozeans. Schildkröten, Eidechsen und Vögel lebten auf dem Eiland, als vor rund 400 Jahren Piraten die Insel entdeckten. Auch heute kommt alles noch per Schiff, denn das Hotel mit seinen Gästen und seinen Angestellten muss mit allem versorgt werden. Doch durch die Schiffe wurden blinde Passagiere eingeschleppt, die hier nicht zu suchen hatten. Ratten. Als der deutsche Millionär die Insel kaufte, beherrschten die Ratten jeden Winkel. Ein Spezialtrupp aus Neuseeland wurde angeheuert, der mit eigens entwickelten Giften die Nager bekämpfte. Heute ist die Insel rattenfrei und es wird alles dafür getan, dass das auch so bleibt. Jedes Boot, was aus Mahé ankommt, mit Passagieren und Gepäck, geht alles, das gesamte Gepäck in den Anhänger rein. Der Anhänger wird verschlossen, wird hier in diesen Zoo-Raum gefahren. Das ist also der Rattenhof. Wir gehen ab und zu mal in die Disco, tanzen, sowas vermisst man schon in dem Alter. Und das ging ganz gut auf Mahé. Hier gibt es ganz nette Lokale, wo man mal hingehen kann. Und das war immer so ein bisschen weißt du, die Sau rauslassen ab und zu, das braucht man. Afrika und Burre
Das sind zwei Pole, die von Anfang an perfekt zueinander passten. Ein Land wie Südafrika, das mutigen Unternehmern, vor allem aus Deutschland, Ende der 60er Jahre alle Chancen bot. Sein rasant schneller Aufstieg wäre im gleichen Zeitraum in Deutschland wohl nicht möglich gewesen. Es hat weniger Komplikationen, überhaupt ein Geschäft anzufangen. In Südafrika. Geschichte über Zwanheimbusch. Ja, das war wohl die, wie ich mit meinem Freund, der Peter Gauwitz, im Zelt gelegen habe. Wir wollten morgens ganz früh auf dem Game Drive fahren. Dann haben wir uns schnell noch einen Tee oder einen Kaffee machen wollen. Und sind aus dem Zelt raus, haben bei uns ein bisschen Holz zusammengesucht, haben unser Feuerchen gemacht, heißes Wasser für Tee und Kaffee. Und haben wir den Kaffee getrunken und steigen in unser Auto ein und machen Licht an. Da lagen vor uns direkt sieben Löwen. Wir sind zwischen denen natürlich beim Holzsuchen rumgelaufen, die haben wir gar nicht gesehen. Schutzengel gehabt. Schutzengel gehabt. Oder ich habe eine Beziehung zu Löwen, das kann auch sein. Nicht? Was meinst du? Och, du siehst aber traurig aus, mein Lieber. Nach nur zwei Tagen ziehen wir weiter und besuchen den eigentlichen Hauptwohnsitz, seine Farm in Plettenberg Bay an der berühmten Garden Route in Südafrika. Überall, wo wir sein Land betreten, finden wir eine kleine, funktionstüchtige Backstube vor. In mittlerweile vierter Generation wird die Familientradition gelebt. Auch der Bruder betreibt noch eine Bäckerei in Detmold. Das ist gute alte lippische Schule. Ja, ich habe väterlichen Betrieb gelernt bei meinem Vater, Großvater. Und dann war ich all over, war ich in der ganzen Welt und habe mir die Backkunst dort angeeignet. Es war genau die richtige Marktlücke. Deutsche Backkunst für deutsche Auswanderer. Aus einer kleinen Bäckerei wurde ein riesiges Unternehmen. Die Brote wurden im ganzen südlichen Afrika verkauft. Also alles ist ja bei mir durch Brot entstanden. Das war der Anfang von allem. Nein. So. Okay, ist abgedeckt. In der Kalahari in Botswana wurde vor ein paar Wochen neues Land zur Verpachtung freigegeben. Das zuständige Ministerium suchte den Kontakt mit dem hochgeschätzten Deutschen und der schlug sofort wieder zu. Und er hatte wieder Glück, denn er hat Wasser auf dem Grundstück mitten in der Wüste gefunden und bereits damit begonnen, eine neue Lodge zu bauen. Die ersten Gäste will er noch in diesem Jahr begrüßen. Die Reise durch südliche Afrika geht also mit unvermindertem Tempo weiter. Nini durfte noch schnell einen Koffer packen und dann ging es direkt auf die Seychellen. Der Vater hatte Angst um seine Tochter, denn womöglich war Nini auch schon im Visier der Entführer. Die Entführung hat die deinen Vater verändert? Mittlerweile geht's wieder, aber die ersten zwei Jahre, würde ich sagen, da hat es schon einen Rieseneffekt auf ihn. Also er hat, was man nicht bei ihm kennt, er hat öfter mal geweint, das kennt man bei ihm auch nicht. Und er hatte auch Angst, wollte auch nicht zu lange an einer Stelle bleiben. Und er hat dich dann quasi von jetzt auf gleich auf North Island geschickt, aus Sorge um dich? Ja, Papa und seine Freunde haben mich dann zum Flughafen gebracht. Die haben vorher schon angerufen, gesagt, es muss ganz schnell gehen. Ich muss sofort durch Passkontrolle durch. Ich darf nicht aufgehalten werden. Die müssen mich ganz schnell da reinkriegen. Und zack, war ich weg. Als Nini auf North Island ankam, gab es diese luxuriöse Hotelanlage noch nicht. Die Insel war eine Baustelle und Nini plötzlich Teil des Hotelprojektes ihres Vaters. 2,5 Jahre blieb sie hier, Robinson Crusoe-Feeling mit Familienanschluss. Nini wohnt in der Arbeitersiedlung, in der auch alle anderen untergebracht waren. Leben auf sehr engem Raum, wie auf einem Schiff und um sie herum immer rund 200 Männer. Am Anfang fand ich es ein bisschen unangenehm und hatte auch ein bisschen Schiss, vor allem, weil ich separat von allen geschlafen habe. Und die Frauen, die hier waren, waren verheiratet, hatten Kinder und ich war so die einzige Frau, die alleinstehend war, ohne Kind. War so ein bisschen komisch in der ersten Woche und dann hat sich herausgestellt, dass die
Männer mich so wahnsinnig beschützt haben. Da ist wohl einer mal rumgeschlichen und hat versucht, mich danach zu beobachten, was ich nicht mitgekriegt habe. Und die waren so, haben sich so über diesen Typen aufgeregt. Den haben sie gleich von der Insel verwiesen. Der musste gleich gehen am nächsten Tag. Und da habe ich mich dann so, also echt wohlgefühlt, weil da wusste ich, die achten schon drauf, dass es mir gut geht und passen auf mich auf. Das war in den 2,5 Jahren Inselleben Ninis Tor zur Welt. Mahé. So über diesen Typen aufgeregt, den haben sie gleich von der Insel verwiesen. Der musste gleich gehen am nächsten Tag. Und da habe ich mich dann so, also echt wohlgefühlt, weil da wusste ich, die achten schon drauf, dass es mir gut geht und passen auf mich auf. Das war in den 2,5 Jahren Inselleben Ninis Tor zur Welt. Mahé, mit rund 70.000 Einwohnern, die größte Insel der Seychellen. Zurück nach Südafrika hat sie sich lange nicht getraut. Aber bei ihren wenigen kurzen Ausflügen in die Hauptstadt Victoria fühlte sie sich sicher. Die Kreolen sind freundliche Menschen, Stress und Hektik, Fremdwörter mitten im Indischen Ozean. Auf dem Markt werden vor allem frische Gewürze für die Hotelküche eingekauft. Ein Stückchen frischer Zimt kommt in fast jedes kreolische Gericht. Die Küche ist der indischen sehr ähnlich, allerdings viel milder. Du warst damals Mitte, Ende 20. Vermisst man da nicht total viel? Also man vermisst so mal ausgehen, ab und zu mal in die Disco, tanzen. Sowas vermisst man schon in dem Alter. Und das ging ganz gut auf Mahé. Hier gibt es ganz nette Lokale, wo man mal hingehen kann. Und das war immer so ein bisschen so, weißt du, die Sau rauslassen ab und zu. Das braucht man. Afrika und Burre, das sind zwei Pole, die von Anfang an perfekt zueinander passten. Ein Land wie Südafrika, das mutigen Unternehmern, vor allem aus Deutschland, Ende der 60er Jahre alle Chancen bot. Sein rasant schneller Aufstieg wäre im gleichen Zeitraum in Deutschland wohl nicht möglich gewesen. Es hat weniger Komplikationen, überhaupt ein Geschäft anzufangen. In Südafrika. Geschichte über Zwanheimbusch. Ja, das war wohl die, wie ich mit meinem Freund, der Peter Gauwitz, im Zelt gelegen habe. Wir wollten morgens ganz früh auf dem Game Drive fahren. Dann haben wir uns schnell noch einen Tee oder einen Kaffee machen wollen. Und sind aus dem Zelt raus, haben bei uns ein bisschen Holz zusammengesucht, haben unser Feuerchen gemacht, heißes Wasser für Tee und Kaffee. Und haben wir den Kaffee getrunken. Und steigen in unser Auto ein und machen Licht an. Da lagen vor uns direkt sieben Löwen. Wir sind zwischen denen natürlich beim Holzsuchen rumgelaufen. Die haben wir gar nicht gesehen. Schutzengel gehabt. Schutzengel gehabt. Oder ich habe eine Beziehung zu Löwen. Das kann auch sein. Nicht? Was meinst du? Och, du siehst aber traurig aus, mein Lieber. Nach nur zwei Tagen. Darf ihn also. Er hat, was man nicht bei ihm kennt, er hat öfter mal geweint, das kennt man bei ihm auch nicht. Und er hatte auch Angst, wollte auch nicht zu lange an einer Stelle bleiben. Und er hat dich dann quasi von jetzt auf gleich auf North Island geschickt, aus Sorge um dich? Ja, Papa und seine Freunde haben mich dann zum Flughafen gebracht. Die haben vorher schon angerufen, gesagt, es muss ganz schnell gehen. Ich muss sofort durch Passkontrolle durch. Ich darf nicht aufgehalten werden. Die müssen mich ganz schnell da reinkriegen. Und zack, war ich weg. Als Nini auf North Island ankam, gab es diese luxuriöse Hotelanlage noch nicht. Die Insel war eine Baustelle und Nini plötzlich Teil des Hotelprojektes ihres Vaters. 2,5 Jahre blieb sie hier. Robinson Crusoe-Feeling mit Familienanschluss. Nini wohnt in der Arbeitersiedlung, in der auch alle anderen untergebracht waren. Leben auf sehr engem Raum, wie auf einem Schiff, und um sie herum immer rund 200 Männer. Am Anfang fand ich es ein bisschen unangenehm und hatte auch ein bisschen Schiss, vor allem, weil ich separat von allen geschlafen habe. Und die Frauen, die hier waren, waren verheiratet, hatten Kinder und ich war so die einzige Frau, die alleinstehend war, ohne Kind. War so ein bisschen komisch in der ersten Woche. Und dann hat sich herausgestellt, dass die
Männer mich so wahnsinnig beschützt haben. Da ist wohl einer mal rumgeschlichen und hat versucht, mich danach zu beobachten, was ich nicht mitgekriegt habe. Und die waren so, haben sich so über diesen Typen aufgeregt. Den haben sie gleich von der Insel verwiesen. Der musste gleich gehen am nächsten Tag. Und da habe ich mich dann so, also echt wohlgefühlt, weil da wusste ich, die achten schon drauf, dass es mir gut geht und passen auf mich auf. Das war in den 2,5 Jahren Inselleben Ninis Tor zur Welt. Mahé, mit rund 70.000 Einwohnern, die größte Insel der Seychellen. Ja. Zurück nach Südafrika hat sie sich lange nicht getraut. Aber bei ihren wenigen kurzen Ausflügen in die Hauptstadt Victoria fühlte sie sich sicher. Die Kreolen sind freundliche Menschen, Stress und Hektik, Fremdwörter mitten im Indischen Ozean. Auf dem Markt werden vor allem frische Gewürze für die Hotelküche eingekauft. Ein Stückchen frischer Zimt kommt in fast jedes kreolische Gericht. Die Küche ist der indischen sehr ähnlich, allerdings viel milder. Du warst damals Mitte, Ende 20. Vermisst man da nicht total viel? Also man vermisst so mal ausgehen, ab und zu mal in die Disco, tanzen. Sowas vermisst man schon in dem Alter. Und das ging ganz gut auf Mahé. Hier gibt es ganz nette Lokale, wo man mal hingehen kann. Und das war immer so ein bisschen so. Und die waren so, haben sich so über diesen Typen aufgeregt. Den haben sie gleich von der Insel verwiesen. Der musste gleich gehen am nächsten Tag. Und da habe ich mich dann so, also echt wohlgefühlt, weil da wusste ich, die achten schon drauf, dass es mir gut geht und passen auf mich auf. Das war in den 2,5 Jahren Inselleben Ninis Tor zur Welt. Mahé, mit rund 70.000 Einwohnern, die größte Insel der Seychellen. Ja. Zurück nach Südafrika hat sie sich lange nicht getraut. Aber bei ihren wenigen kurzen Ausflügen in die Hauptstadt Victoria fühlte sie sich sicher. Die Kreolen sind freundliche Menschen, Stress und Hektik, Fremdwörter mitten im Indischen Ozean. Auf dem Markt werden vor allem frische Gewürze für die Hotelküche eingekauft. Ein Stückchen frischer Zimt kommt in fast jedes kreolische Gericht. Die Küche ist der indischen sehr ähnlich, allerdings viel milder. Du warst damals Mitte, Ende 20. Vermisst man da nicht total viel? Also man vermisst so mal ausgehen, ab und zu mal in die Disco, tanzen. Sowas vermisst man schon in dem Alter. Und das ging ganz gut auf Mahé. Hier gibt es ganz nette Lokale, wo man mal hingehen kann. Und das war immer so ein bisschen so. Weißt du, die Sau rauslassen ab und zu, das braucht man. Afrika und Burre, das sind zwei Pole, die von Anfang an perfekt zueinander passten. Ein Land wie Südafrika, das mutigen Unternehmern, vor allem aus Deutschland, Ende der 60er Jahre alle Chancen bot. Sein rasant schneller Aufstieg wäre im gleichen Zeitraum in Deutschland wohl nicht möglich gewesen. Es hat weniger Komplikationen, überhaupt ein Geschäft anzufangen. In Südafrika. Geschichte über Zwarreinbusch. Ja, das war wohl die, wie ich mit meinem Freund, der Peter Gauwitz, im Zelt gelegen habe. Wollten morgens ganz früh auf dem Game Drive fahren. Dann haben wir uns schnell noch einen Tee oder einen Kaffee machen wollen. Und sind aus dem Zelt raus, haben bei uns ein bisschen Holz zusammengesucht, haben unser Feuerchen gemacht, heißes Wasser für Tee und Kaffee. Und haben wir den Kaffee getrunken und steigen in unser Auto ein und machen Licht an. Da lagen vor uns direkt 7 Löwen. Wir sind zwischen denen natürlich beim Holzsuchen rumgelaufen. Die haben wir gar nicht gesehen. Schutzengel gehabt. Schutzengel gehabt. Oder ich habe eine Beziehung zu Löwen, das kann auch sein. Nicht? Was meinst du? Och, du siehst aber traurig aus, mein Lieber. So. Okay, ist abgedeckt. Und dann kann das gehen. Vor 8 Jahren hat er auf einen Schlag das gesamte Bäckereiimperium verkauft. Nur das mit dem zur Ruhe setzen hat bisher nur bei Hund Winston und Freunden geklappt. Ja, Burre, hier ist auch Burre. Wie geht's denn? Wir wollten mal kurz Hallo sagen. Wie geht's dir?
Ja, genau. Hier ist Nini mal kurz. Okay. Tschüss. Hallo, Omi. Auch Tochter Nini hat einen kurzen Draht ins Lipperland. Die 34-Jährige hat lange bei der Familie in Detmold gelebt und dort ihr Abitur gemacht. Ja, tschüss, tschüss. Hey, wie oft sind die Telefonate zwischen Detmold und Südafrika? Nicht so oft, also nicht häufig. Aber dann wird's auch länger, wenn man mal spricht, vor allem mit der Großmutter. Die Farm heißt übrigens Blomberg, aus alter Verbundenheit mit der kleinen Stadt in Ostwestfalen-Lippe. Wenn man hier über die Farm schaut und so weiter, das hat auch dieses geschwungene lippische Gefühl. Und das erinnert mich halt immer sehr an die Heimat, muss ich sagen. Und das, was ich am meisten vermisse, kann ich ganz ehrlich sagen, ist das schöne lippische Regenwetter. Das vermisse ich am meisten. Eine Planierraupe, wahrscheinlich das Traumspielzeug großer Jungs. Hier wird gerade einem illegalen australischen Einwanderer der Garaus gemacht, denn die plattgemachten Bäume sind hartnäckiges Unkraut. Weiter geht die Reise. Ein Geschäftstermin führt uns in Südafrikas Millionenmetropole Johannesburg. Als Einwanderer ist Wolfgang Burre hier angekommen und hat später seine erste Bäckerei mitten in der Stadt eröffnet. Der 68-Jährige mag Johannesburg nicht sonderlich, vor allem wegen der hohen Kriminalität. Auto fährt er nur noch mit schusssicheren Scheiben. Dass Südafrika mitunter gefährlich, sogar lebensgefährlich ist, das hat der Millionär am eigenen Leib zu spüren bekommen. Vor 7 Jahren kam er auch von einer seiner Reisen nach Hause. Alles schien wie immer. Als er sein Haus betrat und die Alarmanlage entschärfen wollte, wurde er plötzlich von 3 Männern von hinten gepackt und überwältigt. Mit Chloroform im gleichen Zeitraum in Deutschland wohl nicht möglich gewesen. Es hat weniger Komplikationen, überhaupt ein Geschäft anzufangen. In Südafrika geht die Sache einfach leichter, unkomplizierter vor sich. Und außerdem, die Bäckerei ist ja eigentlich eine Serviceindustrie, nicht? Und wo viele Hände gebraucht werden. Und wollen wir mal sagen, traditionell ist es so, dass man sicher günstigere Hände in Afrika zur Verfügung hat, als man das in Europa hat. Nicht? Unkonventionelle Ideen können in Afrika einfach viel einfacher umgesetzt werden. So kaufte er zum Beispiel in Indonesien eine Schiffsladung ausrangierter Telefonmasten, die in den Touristenvillen verbaut wurden. Die Liebe liegt halt im Detail. Der Klingelton stammt aus der alten Schallplattensammlung seiner Mutter und landete nach diversen Kopiervorgängen auf seinem Mobiltelefon. Seine Mutter und sein Bruder mit Familie leben nach wie vor im Lipperland. In Südafrika hat er 2-mal geheiratet. Beide Ehen haben nicht lange gehalten. Die Vorstellungen von Familie und Arbeit gingen einfach zu weit auseinander. Ninis Mutter stammt aus Asien. Ihre Eltern durften während der Apartheid nicht zusammenleben. Ihr Vater hätte sich als Weißer strafbar gemacht. Das war ja fast wie im Naziregime. Man wurde bespitzelt. Ich konnte Nini ja damals nicht mal meinen Namen geben, weil es in dem Apartheid-System ja verboten war, Sex across the color line. Teilweise war es so, dass ich Nini und Mutter also sozusagen im Auto mit Decke über dem Kopf, also ins Haus geschmuggelt habe, sodass wir also und das Haus dann alles zugehabt. Also man durfte keine Freundschaft oder irgendwas über die Farblinie haben. Und das hätte für mich gehießen, dass die mich zwar nicht eingesperrt hätten, aber die hätten mich sofort des Landes verwiesen. Und ich hatte ja damals schon, ich war damals dabei, das Bäckereigeschäft aufzubauen. Und
Das wäre für mich natürlich schlimm gewesen. Nach ein paar Tagen hebt der Boss wieder ab. Zum Abschluss unserer Reise will er uns noch was ganz Besonderes zeigen. Die Tour führt zunächst durch die Drakensberge im Osten Südafrikas. Wir sind auf dem Weg zum Krüger Nationalpark, denn dort verbirgt sich der letzte Schatz des Bäckers aus Lippe. Endgültig der Altersruhesitz des 68-Jährigen werden. Denn mit der Erfüllung dieses Traums hat er in Afrika eigentlich alles erreicht. Aber was heißt schon endgültig? Manchmal entwickeln sich Dinge dann eben doch ganz anders, als man zunächst glaubt. Phew, Willy. Look, it's a little male, and after copulation, the big one, the female, is eating the male. Kalahari in Botswana wurde vor ein paar Wochen neues Land zur Verpachtung freigegeben. Das zuständige Ministerium suchte den Kontakt mit dem hochgeschätzten Deutschen und der schlug sofort wieder zu. Und er hatte wieder Glück, denn er hat Wasser auf dem Grundstück mitten in der Wüste gefunden und bereits damit begonnen, eine neue Lodge zu bauen. Die ersten Gäste will er noch in diesem Jahr begrüßen. Die Reise durch südliche Afrika geht also mit unvermindertem Tempo weiter. Nini durfte noch schnell einen Koffer packen und dann ging es direkt auf die Seychellen. Der Vater hatte Angst um seine Tochter, denn womöglich war Nini auch schon im Visier der Entführer. Die Entführung hat die deinen Vater verändert? Mittlerweile geht's wieder, aber die ersten 2 Jahre, würde ich sagen, da hat es schon einen Rieseneffekt auf ihn. Also er hat, was man nicht bei ihm kennt, er hat öfter mal geweint, das kennt man bei ihm auch nicht. Und er hatte auch Angst, wollte auch nicht zu lange an einer Stelle bleiben. Und er hat dich dann quasi von jetzt auf gleich auf North Island geschickt, aus Sorge um dich? Ja, Papa und seine Freunde haben mich dann zum Flughafen gebracht. Die haben vorher schon angerufen, gesagt, es muss ganz schnell gehen. Ich muss sofort durch Passkontrolle durch. Ich darf nicht aufgehalten werden. Die müssen mich ganz schnell da reinkriegen. Und zack, war ich weg. Als Nini auf North Island ankam, gab es diese luxuriöse Hotelanlage noch nicht. Die Insel war eine Baustelle und Nini plötzlich Teil des Hotelprojektes ihres Vaters. 2,5 Jahre blieb sie hier, Robinson Crusoe-Feeling mit Familienanschluss. Nini wohnt in der Arbeitersiedlung, in der auch alle anderen untergebracht waren. Leben auf sehr engem Raum, wie auf einem Schiff und um sie herum immer. Relativ schnell geht. Es ist halt auch ein Vorteil. In der früheren Zeit, wie man so nach Afrika reiste, hatte man keine Kühlschränke dabei. Und Kohl hält sich wahnsinnig lange. Den packt man in Zeitungspapier und dann kannst du den für 3-4 Wochen mitnehmen. Kohl erinnert mich ja mehr an Deutschland als an Südafrika. Jetzt kommt die klassische Auswandererfrage. 2 Drittel des Lebens in Afrika, 1 Drittel in Deutschland. Fühlst du dich mehr als Deutscher oder mehr als Südafrikaner? Also, ja, ich bin immer noch, also ja, ich fühle mich mehr als Deutscher, aber in Afrika. Also das, ich weiß nicht, also ich fühle mich als Deutscher, aber nicht getrennt von Afrika. Ich möchte schon, schon Deutscher in Afrika, also das ist mir lieber. I see the dam is nice and full. Is it from the rain? Yes, it's for the rain. Uh-huh. But the water for the rain makes this water too much dirty. Makes too much dirty, yeah? Yes. Okay, you go first. Elefanten, Löwen oder Leoparden im Garten. Dieses Fleckchen Land zählt zu den wertvollsten in ganz Afrika. Das ist wie 6 Richtige im Lotto.
Wolfgang, die Farm hier und das Land, ist das mehr wert als Bargeld? Das kannst du noch mal sagen. Das ist ja, also ich bin immer der Meinung gewesen, Geld sind heute ja nur schwarze Zahlen auf weißem Papier oder heute nicht mal mehr, heute sind es Nummern auf dem Computer. Und ich meine hier, das kannst du anfassen, das kannst du sehen, da laufen Elefanten rum. Das kannst du doch gar nicht vergleichen. Und der Wert bleibt der gleiche und oder verbessert sich, da hat man was von. Die Farm im Krüger Nationalpark sollte nun endgültig der Altersruhesitz des 68-Jährigen werden. Denn mit der Erfüllung dieses Traums hat er in Afrika eigentlich alles erreicht. Aber was heißt schon endgültig? Manchmal entwickeln sich Dinge dann eben doch ganz anders, als man zunächst glaubt. Willy, look, it's a little male, and after copulation, the big one, the female, is eating the male.